Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Asreiter und wir sind in Folge Nummer 5 von Simotrans mit dem Comic Pack Version 0.6. Ja, letztes Mal haben wir gesagt, Warstein mit dem Festland verbinden. Das wollen wir wohl tun. Da müssen wir mal schauen. Hier können wir sehen, da wartet jetzt gerade keiner auf irgendein Schiff. Aber hatten wir nicht eine Kutsche, die? Ja, ich glaube, da waren die ersten da drin. Ne? Genau, die waren nach Warsteinwald unterwegs. Und da sind wahrscheinlich, nee, doch keine unterwegs. Jetzt hätte ich jetzt gedacht, dass hier welche kommen. Aber es sind 62, nee, 6 sind geladen von 62 möglichen. Okay, das ist also noch nicht so weit, aber ich sag mal, wir gucken zu, dass wir hier ein Schiff rüber zum Festland machen. Mal schauen, welcher Hafen da gebaut werden muss, bei welcher Stadt. Dann würde ich sagen, bis gleich. Ihr schaut's Intro. So, dann legen wir mal los. Was sagt uns hier unsere Stadt WSD? Wollen wir mal lieber nehmen, nicht nehmen, und sondern sag schon, ja, die Pfeiltasten. So, jetzt ist hier Gandakese, ne, Ganderkesee, Geislingen. Das sind alles jetzt nicht so auf der Seite die Städte. Rudolstadt wäre schon am nächsten mit. Wo ging hier die Reise hin? Ah, Waldkirch, das wäre natürlich, aber das ist auf der anderen Seite, ne? Ja, müssen wir mal gucken, ne, wie wir das hinkriegen. Jetzt ist nur die Frage, Bielefeld. Ja, ich denke mal, Rudolstadt, Bielefeld ist, glaube ich, weiter weg, ne? Ja, ich denke mal, da brauchen wir gar nicht so zählen. Ja, obwohl, macht sich wahrscheinlich auch nicht viel. Hafen könnte man hier hinbauen, ne? Das wäre das kürzeste Stück von der Linie her. Umschlaghafen hier. Wird das Sinn machen? Gute Frage, ne? Eigentlich eher nicht, oder? Waldkirch wäre natürlich der Hafen, der jetzt da am besten ist, aber da kommen wir ja nicht durch dann, oder? Oh, guck mal hier, Übach. Oder Greifswald. Vielleicht nehmen wir Greifswald. Geht's denn dahin überhaupt? Nee. Hier ist Festland. Leider ist dieses Wasser nicht dafür geeignet, dass da rübergefahren wird. Okay, Warstein. Entweder Rudolstadt oder Bielefeld. Wir müssen uns jetzt entscheiden. Ich nehme Rudolstadt, weil es dann doch zentraler ist. Da sind ja dann da zwei Orte und da sind dann auch noch welche. Das bedeutet, wir müssen jetzt hier ans Wasser da einen Hafen bauen, würde ich sagen. Und zwar... Ich glaube, den haben wir hier genommen, oder? Rudolstadt, Wald, Hafen. Und dann kann das, glaube ich, schon zu. Dann geht da eine Kutsche los mit 25 km/h erstmal, die sich nach dahin verbindet. Passt. Depot brauchen wir nicht, Haltestellen brauchen wir eine hier und die andere haben wir ja schon da, brauchen wir also auch nichts weitermachen. Das passt schon mal. Und jetzt müssen wir nur hier hin, müssen die schnellen Pferde nehmen mit der Kutsche da dran, die auch schnell fährt. Das ist die Fahrplan, ist nicht vorhanden, müssen wir einen Fahrplan neu bauen, einen Fahrplan Linie bauen. Das ist jetzt ist das ein Stadtbus? Gute Frage, ne? Ja, machen wir. Rudolstadt. Und dann fügen wir mal den hinzu und den hinzu. Das ist erstmal gut und können wir hier noch ein Enter drücken, damit das hier oben erscheint. Macht es, das passt dann. Damit können wir das schließen. Den schließen wir auch und dann können wir hier den Fahrplan auswählen. Stadtbus Rudolstadt, da. Und starten wir erstmal, oder? Ja. So, jetzt sollte hier der da rauskommen. Wartet auf freie Strecke, sehr schön. Fährt aber schon.
Okay, dann haben wir das geschafft. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir das die Schiffswerft, na, Schiffswerft ist nicht, Depot ist es auch, ne? Schiffsdepot finden. Das sind Passagiere. Wir brauchen da ein Schifflein für, einen Fahrplan, eine neue Linie. Ne, neue Linie, da ist ja Fahrplan zur Linie. So, das ist Motorschiff. Ne, Rudolstadt zuerst. Wachstein. Schuss. Und dann müssen wir schauen. Da nach da. Das sollte passend sein. Und das können wir schließen. Dann hier auswählen. Motorschiff Rudolstadt Warstein. Haben wir hier. Passt. Kopieren wir ein paar Mal und lassen die dann nacheinander fahren. So, jetzt gibt es auch eine Verbindung. Den können wir mal gerade... Nee, das ist hier falsch. Fahrplan, kriegen wir das hin, dass er jetzt in die andere Richtung fährt? Das mit diesen Klickversuchen ist so ein bisschen doof, ne? Ja, das ging immer noch nicht, ne? Ich habe keine Ahnung, warum das nicht funktioniert. Ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich den da so zu bewegen kann. Ja, leider geht das nicht. Ich würde den nämlich jetzt hier, aber ist auch egal. Spielt keine Rolle. Lassen fahren, ist alles gut. Gut, dann haben wir das. Die fahren nach da und von da können die auch nach da. Jetzt ist hier noch Walken angesagt. Das Schiff fährt ja da schon mal rüber mit reichlich Passagieren. Also 6 reichlich ist was anderes, ne? Dann sind die beiden Städte verbunden. Jetzt müsste man nur schauen. Hier ist ja niemand. Die da rumfahren lassen, oder? Oder die nach da und da. Und dann würde das aber überfordert werden nachher. Hier fahren ja auch noch ein paar Schiffe lang, ne? Achso, die sind noch vom Ringens unterwegs. Okay. Hier kann aber kein Schiff durchfahren, ne? Oder? Müsste man ausprobieren, ne? Das geht. Okay, das Wasser. Naja, es kann ja von da nach da fließen. Aber hier käme es auch noch durch. Hier aber nicht. Übach. Gibt es eine Verbindung hier hin? Nein, ne? Greifswald. Nee, da gibt es keine. Also, wenn, dann würde das nach Übach hier gehen. Das wäre jetzt noch interessant zu wissen, ob das funktioniert. Ob Schiffe hier durchfahren können, ne? Achso, da habe ich jetzt hier... Ja, egal, die Reliefkarte können wir erstmal zumachen, oder? Das will ich jetzt aber wissen, ob das... Das ist ein schiffbares Ding, ne? Sag schon, schiffbarer Fluss. Eigentlich sollte das gehen. Hier können wir mal den nächsten starten und überlegen uns dann hier einen Hafen zu bauen. Geht der Hafen denn da zu bauen? Weil hier ist ja gar keine Schräge dann, ne? Schifffahrt. Das geht bestimmt nur an einer Schräge, sagt er, ne? Genau so ist es. Hier gibt es gar keine Schrägen, ne? Nur da. Okay. Anderweitig. Ja, da könnte man mit dem Fluss da rein. Und dann könnte man hier nach Waldkirch natürlich. Waldkirch wäre natürlich auch die Möglichkeit, ne? Aber ich will ja jetzt wissen, ob das funktionieren würde. Dann lass uns da mal was aufschütten. Da.
Und da. Dann müssen wir das so auch noch aufschütten. Weil dann können wir jetzt hier einmal das Schiff nehmen. Das zu. Das wieder auf. Den Hafen dahin machen. Geht. Und dann eine Straße dahin. Mit dem natürlich. Ja, ist eigentlich egal, wie rum, ne? Mach mal so, egal. So, und dann wäre das hier angesagt. Dann können wir das schließen. Das auch. Und dann müssen wir wieder zum Depot. Dann müssen wir mal gerade hier größer machen. Das Depot war da oben. Haben wir noch offen. Okay, das heißt, ja, müssen wir den nochmal starten. Aber wenn wir hier jetzt einen weiter blättern, können wir ein neues Schiff kaufen. Das wäre das. Neue Linie erstellen. Das wäre jetzt. Ja. Grimma. Motorschiff. Grimma. Übach hieß das da unten, ne, oder? Willst mal hoffen. Ja. Grimma Übach. Und zwar den Stopp hinzufügen und den Stopp hinzufügen. Passt. Hier müssen wir nochmal entern, damit das hier oben steht. Dann passt das. Und dann haben wir hier eins da. Grimma Übach passt auch und können das starten. So, das andere können wir jetzt auch losschicken. Und so wie es aussieht, keine Meckerei. Das heißt, entweder er fährt nur nach Grimma, meckert dann, das weiß ich noch nicht. Schauen wir mal, ne? Er hat noch keine Passagiere, ist aber schon auf dem Rückweg. Mal gucken, ob es hier was für Wald gibt. Nee, das sind nur die anderen beiden. Okay, das ist aber schon mal so weit geklärt erstmal. Oder ja, lassen wir mal gerade offen noch. MS Rudolstadt Warstein. Ach, da ist noch einer drin. Nee, oder? Nee, da ist keiner mehr drin. Hier ist alle. Fast. Machen wir Karte zu erstmal. So, das bedeutet, er kriegt jetzt keine Passagiere mit, oder? Nee, das sind andere. Lass uns mal schauen, ob auf der anderen Seite vom Warstein da jetzt welche stehen. Nee, das war da oben. Und das ist das andere. Warte, da kommt gerade Kutsche an. Dann warten wir da mal ab, ob da was nach Rudolstadt geht. Ah, über Rudolstadt Hafen, da sind schon vier, das heißt, da läuft was. Warsteinwald. Okay, wir wollen darüber. Okay, das funktioniert erstmal. Was macht unser Such hier? Drei Passagiere ist jetzt nicht so prickelnd. Was haben wir? 455. Wir gehen mal gerade in unsere Abrechnungsgeschichte rein. Da sind die Finanzen. Fahrzeugwert ist noch plus. Marge ist aber ganz schlecht. Gut, dann wollen wir hoffen, dass das jetzt besser wird. Sonst sind wir eher bankrott, wie wir damit rechnen konnten. Da ist niemand drin. Da ist auch niemand drin. Aber hier ist ja schon mal ein Hafen, wo vielleicht ja. Und nach Rudolstadt wollten ja welche fahren. Das haben wir ja schon gesehen. Das passt dann erstmal. Jetzt ist noch die Frage, machen wir hier die Karte auf. Wir gehen mal nach Grimma. Hier ist ja wahrscheinlich noch keiner. Nach Apolda ist klar. Sitzen schon welche für Übach hier drinnen? Nein, Grimma Wald. Warte mal, da habe ich jetzt nicht aufgepasst, aber sechs Plan über Grimma Wald. Hier Menge. Das ist der Standard, ne? Sind hier denn schon welche vielleicht? Nee, immer noch Grimma Wald. Und ich schätze mal, hier ist jetzt natürlich auch noch nichts anders, oder? Rathaus Grimma. Grimma Rathaus. Steht hier wer, der irgendwo anders hin will? Nein. Okay, passt erstmal. So.
Jetzt kann man dazu sozusagen erstmal hier die Listenverwaltung aufmachen, Haltestelle aufrufen, Bezeichnung nicht, sondern wartend und von viel nach wenig. Wir haben in Erfurt Rathaus ganz viele Leute stehen. Wir wollen nach Bielefeld Rathaus. An der Bielefeld fahren wir mit dem Zug. Das heißt, der Zug muss jetzt hier ordentlich. Der müsste ja gleich voll sein, oder? Nee, Bielefeld Rathaus 11. Nee, dann ist er doch nicht voll. Aber es fahren hier gerade ein paar Kutschen ab, ne? Wie viel hat er jetzt hier drin? 11. Okay, das passt. Der fährt aber schon plus ein. Das ist alles gut mit dem. So, wir haben jetzt aber hier Neuhaus Rathaus. Wieso ist denn nur einer eingestiegen? Hier sind doch noch ganz viele. Rudolf Gang, der hätten auch die anderen auch noch einsteigen müssen, die hier hin wollen. Oder, ja, da ist ja jetzt nichts hier, Bielefeld. Nee. Was ist hier los wieder? Passagiere über Neuhaus Rathaus, aber die Kutsche ist nicht voll. Die erste ist voll. Die zweite ist auch nicht voll. Aber die dritte ist ja, ne, hier schon irgendwo offen. Nee, doch nicht. Ja, das verstehe ich jetzt wieder nicht, ne? Da ist doch was buggy, oder? Keine Ahnung, was da viel läuft. Naja, ich würde sagen, gucken wir uns in der nächsten Folge an, wie wir hier solche Leute da. Nee, das ist ja jetzt falsch, das ist ja hier richtig, wie wir solche Leute da hinkriegen. Waldkirch, fahren die nach Waldkirch hier? Ja, aber der ist auch voll, da passt's ja. Können natürlich auch später gekommen sein, weil die mit dem Zug gekommen sind. Das weiß ich jetzt nicht, aber so viele saßen noch da nicht drin. 65, der Zug kann nicht 65 hier angeliefert haben und 9 noch dazu. Das sind 74 Fahrgäste, die da runter wollen. Vielleicht gefällt denen das von der Kutschenart nicht, ist vielleicht Holzklasse oder sowas. Ich weiß es nicht. Ja, müssen wir schauen. Machen wir in der nächsten Folge weiter. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat. Gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.